Guten Tag, meine Damen und Herren. Man muss kein Prophet sein, um voraussagen zu können, dass der nächste islamistische Terroranschlag im Westen mit hundertprozentiger Sicherheit kommen wird. Hierfür reicht der Besitz an minimaler Kenntnisse in der islamischen Lehre, Ideologie und Geschichte. Der Anschlag wird kommen, und zwar auch dann, wenn Politiker sich vor dem Islam verbeugen, ihn anschmeicheln und alle seine Forderungen erfüllen. Mit oder ohne Islamkritik, mit oder ohne Mohammed-Karikaturen, er wird kommen. Ob die Muslime sich ausgegrenzt fühlen oder nicht, ob ihnen die Lebensperspektive im Westen fehlen oder halt nicht, ob man mit ihnen im Dialog steht oder nicht, all dies wird keinen großen Einfluss auf den Lauf der Dinge nehmen. Der nächste Anschlag wird kommen, definitiv. Die bekanntesten Aussagen, die jedem Anschlag folgen, kennen wir bereits. Das ist nicht der Islam, das ist der Islamismus. Ein naiver Glaube, der entweder auf Ahnungslosigkeit oder auf vorsätzliche Täuschung hinweist. Der Islam sollte mehr Rechte bekommen, den muslimischen Jugendlichen sollten mehr Lebensperspektive geschaffen werden, um dem Islamismus nicht in die Arme zu fallen. Ein naiver Vorschlag und völlig falscher Ansatzpunkt, die auf Ratlosigkeit hinweisen. Nicht zu bestreiten, dass die Auseinandersetzung zwischen dem Islam und der nicht-muslimischen Welt von verschiedenen Faktoren unterfüttert wird. Die offensichtliche islamische Feindseligkeit ist allerdings in erster Linie das Ergebnis einer religiösen Orientierung. Kaum ein Aspekt islamischer Religion ist frei von einer Feindseligkeit gegenüber Andersdenkenden und Andersgläubigen. Diese sollen terrorisiert und eingeschüchtert werden, um ihnen das Fürchten vor dem Islam beizubringen. Auch hier hilft wieder ein Blick in der islamischen Lektüre. Im Koran heißt es, wir werden in die Herzen derjenigen, die ungläubig sind, Schrecken einjagen, dass sie Allah andere Götter beigesellt haben. Der Koranausleger Ibn Kathir kommentiert den Vers wie folgt. Allah verkündigt den Muslimen, dass er in den Herzen ihrer Feinde Angst vor ihnen einjagen und sie wegen ihres Unglaubens erniedrigen wird. Der Gesandte Allah sagte, ich wurde siegreich gemacht durch Schrecken. Al-Tabari beschreibt den Begriff Schrecken einjagen hier mit Angst, Panik, Brustenge und Unruhe verbreiten. Ein klarer Auftrag, die Nichtmuslime durch Angst, Panik und Unruhe zu terrorisieren. Der eigentliche Grund dafür ist ihr Unglaube. Dieses Gedankengut ist der eigentliche Antrieb für den islamischen Terror- und Radikalisierungsprozess. Daher werden die Anschläge weitergehen. Abgesehen davon, welchen Status die Muslime im Westen haben und wie sie behandelt werden. Ein weiterer Vers aus der Sure 8 macht die Sache noch deutlicher. Und haltet für sie bereit, was ihr an Kraft und an kampfbereiten Pferden haben könnt, um damit den Feinden Allahs und euren Feinden Angst zu machen, so wie anderen außer ihnen, die ihr nicht kennt. In diesem Vers kommt das arabische Verb Turhibun, von dem der Nomen Irhabi, Terrorist, abstammt. Terroristen gebrauchen diesen Vers, um ihre Anschläge zu rechtfertigen. Aber nicht nur sie, die islamische Organisation, die Muslimbruderschaft, die die Kräfte von großer politischer Schubkraft in vielen Ländern der Welt mobilisiert und von vielen für eine große Bedrohung im Westen eingestuft wird und unheimliche Macht in den verschiedenen islamischen Organisationen und Dachverbänden Deutschlands besitzt, macht den besagten Vers zu einem Bestandteil ihres Logos. Terror ist islamisch rechtlich gesehen legitim und wird als berechtigter Mittel, ja sogar als Pflicht angesehen. Alle militanten Gruppen des Islams halten sich daran und setzen den Terror als Mittel, um Panik, Abschreckung und Unruhe in den Herzen der ungläubigen Kuffar einzujagen. Dieser Terror wird Menschen, Kultur, Symbole, Wohlstand, Glauben und Lebensweise des Westens unvermindert angreifen. In den vergangenen Jahrzehnten haben sich Seminare, Konferenzen, Politik und islamwissenschaftliche Forschungen intensiv mit dem islamischen Terrorismus befasst und etliche Millionen darin investiert. Und wie sieht das Ergebnis aus?
Terrorismus sei eine Begleiterscheinung des Islamismus. Islam und Islamismus seien zweierlei. Dschihadisten missbrauchen den Islam. Man würde zu einem Feindbild Islam beitragen, wenn man die Dschihadisten mit dem Islam in Zusammenhang bringe. Eine in höchstem Maße naive und unehrliche Darstellung. Die Terroristen missbrauchen den Islam nicht, nein. Sie sind gute und treue Muslime, die ihre Taten nicht als Verbrechen verstehen, sondern als Vollzug eines religiösen Aktes, da der militante Dschihad zu den fünf Säulen des Islams gehört. Sie sind von der Dschihad-Ideologie besessen, so dass sie bereit sind, für Allah, seinen Propheten und den Islam zu töten und getötet zu werden. Sure 9, 111. Allah hat von den Gläubigen ihre eigene Person und ihren Besitz dafür erkauft, dass ihnen der Paradies gehört. Sie kämpfen auf Allahs Weg und so töten sie und werden getötet. Der nächste Anschlag der Islamisten wird bestimmt kommen. Wir sollten uns auch von der Vorstellung freimachen, unsere Politiker hätten alles im Griff. Ein Teil des Bedrohungsgefühls bei den Menschen entsteht genau aus der Gedanke, dass die Entwicklung sich jeder Einflussnahme der Politik entziehen kann. Absolut berechtigt, denn die Gedanken und Fatwas der Prediger in der islamischen Welt, die von vielen Muslimen im Westen befolgt werden, entziehen sich jeder westlichen Kontrolle. Daher ist die Angst der Menschen im Westen vor zunehmender islamischer Macht berechtigt. Wer die besorgten Menschen als Islamophoben bezeichnet und sie als Unterdrücker der Muslime darstellt, manipuliert die Öffentlichkeit und verharmlost die Gefahren, die aus einer islamischen Ideologie herausgehen kann. Auf Wiedersehen.